Ja, nach einigen Wochen der konzentrierten Arbeit mit sehr vielen Unterbrechungen dazwischen möchte ich nun meinen aktuellen Arbeitsstand von Minecraft zeigen. Und das, an dem ich jetzt die letzten Wochen gearbeitet habe, ist, dass ich versucht habe, die Framerate von Minecraft zu erhöhen, indem ich den Raytracer in ASMJS schreibe. Und ASMJS, das ist hier ein ziemlich guter Artikel, ist ein Versuch gewesen, innerhalb von JavaScript-Programmen bestimmte Teile des Programms effizienter ausführbar zu machen. Also JavaScript ist ja an sich eine Sprache, die interpretiert wird zur Laufzeit. Also man kann da auch dynamische Typen haben oder auch mal Fehler haben, die irgendwie erkannt werden müssen von JavaScript, also von dem Programm, das das ausführt, von dem Interpreter. Und ja, solche Sachen sorgen dafür, dass JavaScript nicht so schnell ausgeführt werden kann, wie zum Beispiel eine kompilierte Sprache wie C oder Rust oder wenn man das direkt in Assembly schreibt. Also wenn man die Maschinenbefehle direkt dem Rechner so übergibt, wie er sie ausführen soll, sondern die JavaScript-Engines, die müssen halt, während das ausgeführt wird, noch so ein paar Sachen tun, damit das funktioniert. Und dieses ASMJS ist eigentlich gedacht, dass man Programme in C schreibt zum Beispiel und das dann kompilieren lässt in dieses Format hier, also in dieses Format, was eigentlich JavaScript ist, mit Use ASM am Anfang und dann eben sehr vielen Einschränkungen. Und das Ganze sieht aus wie JavaScript, ist auch JavaScript, lässt sich auch mit jedem JavaScript-Interpreter ausführen und kommt auf das gleiche Ergebnis. Der Trick ist halt, dass indem man hier Use ASM am Anfang hinschreibt und eine ziemlich große Menge an, man sieht es hier rechts, Beschränkungen einhält, das Ganze konvertiert werden kann in Maschinencode und dieser Maschinencode dann ausgeführt werden kann, ohne eben diese ganzen Laufzeitüberprüfungen, die der JavaScript-Interpreter normalerweise machen muss. Ja, dieser Artikel hier ist jetzt sogar schon archiviert, weil ASMJS gar nicht mehr der neueste Scheiß ist. Inzwischen gibt es da schon WASM, wird das genannt, WebAssembly, und das ist sogar ein Binärformat, das heißt, das kann gar nicht mehr von älteren Browsern ausgeführt werden, wie jetzt zum Beispiel dieses Format hier, sondern dann hat man einfach eine Binärdatei, ähnlich einer Exe-Datei zum Beispiel, die in der Seite eingebunden wird. Das ist dann wahrscheinlich noch schneller aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel schon, weil dieses Format hier nicht so effizient ist wie jetzt ein Binärformat, das dann direkt ausgeführt werden kann. Und ja, es gibt aber trotzdem noch die Möglichkeit, ASMJS zu benutzen. Muss es ja, weil es ja auch ziemlich viele Programme gibt, die in ASMJS gespeichert und veröffentlicht wurden. Deswegen können Webbrowser weiter in ASMJS ausführen. Und ich möchte mal als erstes einfach den Code zeigen, wie er jetzt aussieht. Also man muss nicht gleich alles verstehen, aber ich habe die vorherige Raytracer-Funktion im Grunde komplett neu geschrieben in diesem neuen Format. Aber keine Angst, ich habe natürlich den vorherigen Arbeitsstand immer noch in GitHub. Also kann ich einfach, wenn das hier nicht funktionieren sollte, zurück zum alten und mit der vorherigen Implementation weitermachen. Und kleiner Spoiler, es sieht sehr danach aus, dass ich das tun werde. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, wie man jetzt ASM JS-Code schreibt. Das ist aufwendig genug und ist in diesem Artikel geschrieben und wird außerdem keinen der Zuschauer irgendetwas nützen. Statistisch einfach, weil das schon so ein Edge Case ist, den ich hier bediene, dass ich hier ASMJS-Code per Hand schreibe und ein Raytracer schreibe in JavaScript und. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das irgendjemand wirklich brauchen könnte, diese Information. Ich habe nicht nur den Raytracer 1 zu 1 in ASMJS neu geschrieben. Ich habe mich natürlich am alten orientiert. Also ich habe den Quelltext der vorherigen Implementation an der Seite immer wieder gehabt, um zu gucken, wie ich bestimmte Dinge nochmal gemacht habe. Aber ich habe eben auch sehr viele Sachen optimiert, in Anführungszeichen, also schwerer lesbar geschrieben, aber dafür sollte es schneller ausführbar sein, sollte.
Ja, und dann kommen wir schon zum enttäuschenden Teil des Ganzen. Ich habe diese Implementation lauffähig gemacht. Das ist jetzt eigentlich erstmal nicht enttäuschend, aber das Enttäuschende ist die Framerate. Denn wenn wir jetzt mal hier die Live-Variante von Minicraft, also die man jetzt im Internet erreichen kann, was ich natürlich jedem empfehle, uns ansehen, haben wir hier, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier einfach so runter gucke, na, wie viel? 6 FPS, 4 FPS, 5 FPS, 5 FPS, 4. Also es bewegt sich so in dem Bereich von 5, 4, 6. Wenn wir hochgucken, wird es weniger, weil wir viel mehr theoretische Blöcke sehen könnten. Wenn ich jetzt wieder runter gucke, dann haben wir wieder so, ja, 3, 4, 5, 6 in diesem Bereich. Und jetzt probieren wir mal aus, wie die Raytracing-Variante, die noch nicht fertig ist, aber die sollte theoretisch viel, viel schneller schon sein als die andere, weil wir haben zum Beispiel kein Zielkreuz, wir haben keine Schattierung und so weiter. Also eigentlich ist das sogar eine abgespeckte und optimierte Variante, die sollte eigentlich schneller sein. Aber oh nein, was ist das? 2 FPS, 1 FPS, 3 FPS immerhin, wieder 1 FPS, 3, 2, 2, 2. 4, oha, ganze 4, 3, 1, 3, 2. Ja, also dieser einfache Test hat uns schon bewiesen, dass leider ASMJS nicht schneller ist, was mich irritiert. Beziehungsweise diese Implementation, die ich hier angefertigt habe, nicht schneller ist als die, die jetzt momentan in der Live-Variante drin ist. Ich habe schon viel herum überlegt, woran das liegen könnte, aber ich bin wirklich irritiert. Also das wäre eine Sache, wo ich wirklich sehr neugierig wäre, falls mir da ein Experte in diesem Bereich zugucken würde und mir das dann mitteilen würde, woran das liegen könnte. Also was ich hier, also abgesehen davon, dass ich das in ASMJS geschrieben habe, das, was hier am meisten Unterschied ist einerseits, dass wir ein paar Sachen ausgelagert in Funktion haben. Also zum Beispiel der Block, auf den man gerade raufguckt, dafür wird jetzt eine Funktion aufgerufen. Das war vorher inline. Das heißt, der muss, um zu setzen, auf welchen Block man jetzt gerade raufguckt, muss der eine Funktion aufrufen. Und die Funktion ist außerhalb von ASMJS. Das könnte Overhead bedeuten. Messbarer vielleicht sogar. Aber eigentlich, wenn man sich die Mathematik anguckt, wie oft wird dann für ein Einzelbild der aktuelle Block gesetzt? Das ist dreimal höchstens pro Einzelbild. Und bei wie viel Pixel haben wir hier? Ja, in der Größenordnung von 10.000 Pixeln, 20.000 Pixeln, 30.000 Pixeln vielleicht noch, dreimal etwas zu machen, ist lächerlich wenig. Das heißt, das kann gar nicht sein, dass das hier dran liegt. Und wenn wir dann mal reingucken, was denn für jedes einzelne Bild gemacht wird, also nicht jedes Bild, sondern für jeden einzelnen Pixel gemacht wird sogar, dann ist hier eigentlich das Einzige, dass wir die Pixelfarbe herausfinden. Also es gibt hier Texture Pixel Get. Das ist eine Funktion, die holt aus dem Texturenbild eine Farbe heraus an einer bestimmten Stelle und gibt uns damit die Farbe wieder. Das wird dreimal gemacht für jeden Pixel. Also einmal für X, Y und Z. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion, die wir aufrufen. Und das ist nämlich die Pixel-Set-Methode. Ich scroll mal jetzt zum Ende. Das ist ganz schön langer Code, weil das ist nämlich eine weitere Sache, zu der komme ich gleich. Ja, dann gibt es noch die Pixel-Set-Methode. Und die schreibt, nachdem man die Farbe für einen der Pixel herausgefunden hat, schreibt das die Farbe in das Bild rein. Diesen einzelnen Pixel. Ja, diese Funktionen werden also viermal pro Pixel aufgerufen. Und ich habe als Test schon mal die Texture Get-Funktion da ersetzt durch einfach die konstante Farbe Rot. Also wir haben dann nicht pro Pixel vier Funktionsaufrufe, sondern nur noch einen einzigen Funktionsaufruf, um die Farbe zu setzen. Und die FPS hat sich leider gar nicht verändert. Also sie war genauso schlecht wie jetzt. Sehr unabhängig davon, ob ich jetzt drei Funktionen aufgerufen habe, ich meine vier oder nur eine Funktion. Das ist also offenbar nicht der Grund, an dem es liegt.
Einen weiteren großen Einschnitt, den ich gemacht habe, oder eine weitere große Veränderung ist, dass ich vorher die Strahlverfolgung für X, Y und Z in einer Schleife drin hatte. Das heißt, für jeweils die X-Richtung, die Y-Richtung und die Z-Richtung, also von vorne nach hinten, habe ich jeweils den gleichen Code aufgerufen. Also derselbe Code wurde dreimal aufgerufen für jeden dieser drei Achsen. Also in der Live-Variante. Weil wir dafür an mehreren Stellen Bedingungen abfragen mussten, nämlich gerade innerhalb dieses Raytracers abfragen mussten, sind wir denn jetzt gerade auf der X-, Y- oder Z-Achse, und das musste an mehreren Stellen getan werden, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht schlauer ist, wenn wir für X, Y und Z den Code einfach duplizieren. Das nennt sich in der Fachsprache Loop Unrolling, also Schleifenabwicklung. Das heißt, statt dass man denselben Code dreimal ausführt, kopieren wir einfach den Code dreimal hintereinander und können dafür in jedem dieser drei Stellen uns austoben, wie wir wollen, ohne dass das die anderen beiden Instanzen betrifft. Das hat den Vorteil, dass wir sowohl den Schleifenkopf nicht mehr brauchen, also halt dieser Zähler, der sagt 1, 2, 3, also 0, 1, 2, um genau zu sein, für X, Y, Z, und eben diese ganzen Abfragen, ob wir gerade auf der X, Y oder Z-Achse sind. Das fällt dafür weg. Und dafür, dass wir zig, wenn nicht hunderttausende Pixel malen wollen pro Sekunde, pro Einzelbild sogar nur, dachte ich mir, dass das schon ein Faktor sein könnte, der schon für eine höhere Framerate sorgen würde. Aber, ja, ich habe es ja eben schon gezeigt. Leider haben wir das Gegenteil erreicht. Also ich habe das Gegenteil erreicht. Wir haben das Gegenteil jetzt zum Ausprobieren. Und ein Nachteil, den dieses Loop Unrolling bedeuten könnte, ist, dass wir mehr Instruction Cache brauchen. Also der Zwischenspeicher im Prozessor, der die Befehle zum Ausführen zwischenspeichert. Da brauchen wir dann natürlich dreimal so viel, weil diese ganze Schleife nicht nur einmal drin ist, sondern der ganze Bereich da drin dreimal drin ist. Wir haben ja drei Rays sozusagen. Drei Strahlen, die wir für jeden Pixel machen. Und das macht dann grob dreimal so viele Befehle, die im Cache drin sein müssen. Das könnte bei einem Gerät mit einem sehr, sehr geringen Cache irgendetwas bedeuten. Also negative Auswirkungen auf die Framerate haben. Aber das ist jetzt hier zwar ein älterer Intel Atom der ersten Generation von 2009, aber ich glaube nicht, dass der einen derart geringen kleinen Instruction Cache hat, dass sich das jetzt hier so sehr auswirken würde, ob man jetzt diesen Kram hier. Also wenn man sich das anguckt, das sind ja nicht tausende Zeilen, ne? Wir sprechen ja hier über circa 30 Zeilen. Ob man das jetzt einmal oder dreimal drin hat, sollte eigentlich den Cache nicht stören. Der sollte eigentlich genügend haben für hunderte, wenn nicht tausende Zeilen. Oder sogar noch mehr. Ja, ich weiß also jetzt nicht, woran es liegt. Warum das langsamer ist, es hätte eigentlich schneller sein sollen. Vielleicht ist ASMJS doch nicht schneller als JavaScript. Das wäre jetzt mal eine sehr ketzerische Frage oder Vermutung. Vielleicht sind einfach die JavaScript-Engines inzwischen so schnell, dass sie gut geschriebenen JavaScript-Code schon sehr, sehr schnell ausführen können oder selbst in Maschinencode übersetzen können, der dann am Ende effizienter ist als der händisch geschriebene Maschinencode sozusagen. Ja, als kleines Bonus hintendran habe ich noch hier das gleiche in Firefox aufgerufen. Also auch um zu zeigen, dass es nicht an Google Chrome liegt oder Chromium, was ja die quelloffene Variante ist, die komplette. Ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt da mal reinklicke, also ich habe auch beide an genau die gleiche Stelle gesetzt, die Spieler in beiden Instanzen. Wir haben jetzt hier 19 FPS, 5 FPS, 3 FPS, 3 FPS, 5, 4, 5. 4, 3. Also es pendelt sich ein. Wir können also schon mal grob sagen, dass wir hier 4 etwa haben im Durchschnitt. Und wir sind auch hier viel weiter weg, haben eine höhere Sichtweise, deswegen haben wir hier eine niedrigere Framerate als in Chromium. Es liegt also jetzt nicht an Firefox versus Chromium, dass wir insgesamt eine niedrigere Framerate haben, sondern daran, dass wir einfach viel weiter weg sind und viel mehr mögliche Pixel mit dem Raytracer testen müssen.
Ja, in der neuen Variante, die ich in ASMJS geschrieben habe, genau an der gleichen Stelle, haben wir, wie viel FPS? Ich bin mal gespannt. 1 FPS, 2 FPS, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 2. Also wir sehen hier eine klare Einpendelung bei 2 und das ist jetzt offensichtlich, dass der Schritt von 2 FPS zu 4 FPS ein Faktor von 2 ist. Das heißt also grob gesagt, die in Anführungszeichen schnellere Neuimplementierung in ASMJS ist nur halb so schnell wie die naiver geschriebene JavaScript-Variante. Und das heißt dann für mich, dass dieses Projekt ASMJS in diesem Fall gründlich gescheitert ist.